So, dann gehen wir in das Reaction-Hugo-Video. Mir laufen zu viele Rentner rum. Geil. Moin, moin und rein da. Abfahrt. Jetlag Johnny spendet 5 Euro. Thomas, Andreas, Eris und liebe Jappis dicken BIP. Wait, das ist in Köln. Ist das nicht da, wo die Gamescom ist? Hilfe spendet 6 Euro. Gehen Sie aus dem Weg, mein Durchfall läuft bereits mein Bein herunter. Das ist schon echt Laune, Digga. Und ich glaube, bei euch kommen die auch gut an. Spende 5 Euro. Hier laufen mir zu viele Rentner rum. Schau dir doch mal den Dulli vor mir an. Da platzt mir doch die Brust. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Rentner, ne? Das ist, was denn gerade übertragen? Nee, das ist kein Döner. Das ist so eine Wohnwagenmesse wahrscheinlich. Livestream. Das heißt, nee, das ist auch gar kein Problem. Das heißt, von der Kamera und meinem Rucksack übertrage ich das direkt auf eine Plattform. So wie YouTube. Bloß, es gibt auch noch eine Plattform, die nennt sich Twitch. Und da wird alles übertragen, so Livestream-technisch. Und das, was hier vorgelesen ist. Sie ist so eigentlich gar keinen Bock hat. So, sie dreht sich schon so das dritte Mal weg und will gehen und er redet weiter. Sind, spenden die Leute, spenden 2 Euro und die können dann eine Nachricht damit eingeben und dann wird die hier. Der Schmeister spendet 5 Euro. Überall nur Rentner. Ist was? Das ist wegen dem roten Rennerschießen. Und? Wer hat gefragt? Gut. Oh, das war unfassbar unangenehm, Digga. Das war unfassbar unangenehm. Sollen wir es noch wegräumen, Chef? Ja, haben wir nichts dagegen. Ja, alles klar. Nimmst du die Flasche? So. Ja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich will eine Foto. Erotik, habe ich doch gesagt. Ja, aber du verarschst mich. Und wo ist der? Dein Freund hat auch gut gegessen. Er hat noch Hunger, hat er gesagt. Ja, war gut, na, danke. So. Mein Hobby. Sie liest echt richtig viel in letzter Zeit. Die ganze Zeit am Lesen, hier am Lesen, da. Das ist echt, das ist auch entspannt, muss ich sagen. Richtig geil. Bei mir schwierig. Weil ich nicht zum Fitness momentan gehe, kein Fußball spielen kann. Zocken ist mein Beruf, also zählt das auch nicht. Geh gerne mit dir was essen, aber das hast du nicht aufgeschrieben. Alter, als ob dein Hobby mit mir essen gehen ja, ist. Ja, ich hab keine Hobbys mit dir. Ja, aber das ist irgendwie ein süßes Hobby. So, und mein Hobby ist mit dir essen zu gehen. Auf, ich hab was keine Hobbys. Was ist das denn? Ich hab aufgeschrieben Fußball gucken. Schrägstrich spielen. Hier geht es um den ersten Schmatz. Nein, das war, wenn du schon den zweiten zählen willst, dann war das nicht auf dieser Hängematte. Wo war der? Da war doch dieser Bogen am Hauseingang. Da war's ein anderer. Welche gemeinsamen Ziele habt ihr für die Zukunft? Da könnt ihr einfach das Ziel nennen, wo ihr sagt, dass Amore... Die zwei sind auch schon richtig lang zusammen, oder? So 8, 9 Jahre? Ist das schon, dass er als nächstes kommt? Och, Mann, Melina, ich Ausbauen. Kann das mit dir nicht. Was hast du denn? Heiraten und oh. Kinder kriegen. Hopp, hopp, hopp. Haus bauen. Jeden Tag labst du mich voll. Ja, 26 bald Kinder, heiraten seit 10 Jahren. Dann schreibe ich heiraten und Kinder auf und du schreibst Haus hin. Rechte, rechte. Rechte, der letzte. Der letzte ist rechts, ja, da drinnen. Digga, du Merd! Ich dich doch, Digga! Digga, sie gewinnen niemals 2 gegen 2. Sie gewinnen es nie! Gewinnen es nicht einmal! In 10 Runden! Mann, Bruder! Info, Juhu, ne? Ich kann Deutsch sprechen, du bist eine A**o. And then just touch me. Until I can get my satisfaction. Yeah, breach, race. Ich will auch mal solche Leute im Team haben. Hier ist auch nur noch TikTok. Know what this means? This means your mom goes anschieben for a small taller. A small taller. Das ist eine Sache, die werde ich nie verstehen. Ich kann verstehen, wenn man so aus Reflex irgendwie vielleicht den Controller wegschmeißt. Selbst das will ich nicht machen. Aber wie man wirklich so sauer sein kann, dass man da sitzt und so wirklich sein Mikrofon kaputt macht oder also wirklich teure Sachen kaputt macht. I don't know.
Wird jemand... Bruder, Mann. Maybe Sage, maybe not. You don't. If you don't can play, then play for the team, you peep. Drückt dann auf diesen Spruch, maybe not. Ich bin Marcel Eris. Ich bin leider schon 35. Mein Name ist Marc Gebor und ich verkaufe Uhrenparfum und Edelmetall auf www.markgebor.com und. Money, money, money. Ja, ich habe hier so Nurse-Kostüme bestellt, die der Verlierer mit der schlechtesten Zeit auf dem Bullriding anziehen muss. Oh, ist das scheißegal. Digga, du hast komplett übertrieben. Wenn ich das anziehe, bevor ich das anziehe, lasse ich mich im Stream in den A**en, Digga. Das Bruder. Siehst du an, wenn die schlechteste Zeit. Nein, Bruder, guck, wie übertrieben ist das denn? Bruder, 100%. Guck dir das doch mal an, man sieht mein A**en durch. Aber muss auch nicht über... nichts anderes aus als Stream. Hey, wofür braucht man Führerschein? Weißt du, was man aber braucht? Eine Uhr! Oha! Oha! Wieso seht ihr das so assi? Alles gut. Ich glaube nicht, du stehst. Ja, aber du bist widerwärtig, Digga. Darf ich euch vorstellen, unsere Krankenschwester Frau Breitenberg. Treten Sie bitte einmal vor. Das sieht mashallah aus, seid ihr ehrlich. Also ich sag dir ehrlich, du könntest auch als sexy Stripper durchgehen. Hey, hey. Freund, hey, grüß dich, hi. Wir sind im Stream, kannst Hallo sagen auch an die Leute, wenn du Hallo. Magst. Hallo zusammen. Ja? Erstes Spiel, 18 Uhr. Da weißt du, was bevorsteht, ne? Ja, wir werden heute das erste Mal. Wir holen unsere ersten drei Punkte. Du klopfst immer so einmal auf die Schulter, auch schon beim letzten Mal. Du hast sofort auf einen. Musst du mal prüfen, die Leute, ob die stabil sind. Weißt ja, du, was du? Sagst du bei mir? Ja, kann ich sehen lassen. Boah, schöner kannst du den nicht ins Eck legen. Weil es gab schon wieder den nächsten Skandal von Präsident Knabe. Oder sie. Oh. Oh. Da schüttet er tatsächlich sein Bier. Ich trinke Bier. Erstmal saufen die hier. Erstmal trinken die, während ihre Mannschaft spielt. Und dann schüttet er hier noch den Bürgermeister Bewig das Bier um. Gut. Sponsored bei Galaxy Times oder so, ne? Also, die haben ja eigentlich. Da wird geschossen. Drei lagen die eigentlich hin. Die lagen 5-3 hin. Ja, gegen die. Das ist so cool, Chat. Irgendwann sitze ich hier und moderiere eine Show und interviewe Leute. Das ist so cool. Rotatus. Und dann haben sie hier in diesem 1 gegen 1 Modus da, gut, da hatten sie einen guten Schützen, gebe ich recht. Aber ist ja nicht alles beim Fußball. Also eigentlich, wenn man jetzt mal rein auf das Spielerische schaut, für mich nicht mal eigentlich ein Top-Match an dieser Stelle. Also wir sind ja haushoher Favorit. Die Rolle ist auch so cool von Henno, dass er da so drin bleiben kann. Nice.